erleben, Freizeit genießen bei Television Zwickau. Auf einem 700 Kilogramm schweren und 16 Millimeter dünnen Seil in 30 Meter Höhe bewegte der 20-jährige Dean Schmidt sein 150 Kilogramm schweres Motorrad. 2012 der Dieter Bohlen einen Spruch. Er hatte gesagt, Hells Angels der Lüfte. Und das Ganze heute hier live in Zwickau. Und hier kommt er, Dean, dein Applaus. Das ist natürlich klar, das ist ganz wichtig. Bitte nicht durch die Absperrung. Junge, bitte, bitte. Dann schauen Sie sich das an, wie das Motorrad da oben geht, meine Damen und Herren. Er steigt tatsächlich über den Lenker. Aber wie ich das sehe, hat er was ganz was anderes vor. Er präsentiert ihn da oben in 30 Meter, meine Damen und Herren, ohne Sicherung, den Kopfstand. Und das auf der Black Machine. Und schauen Sie sich das an, ohne Sicherung, meine Damen und Herren. Und er steht im Kopfstand. Und Sie sehen natürlich, wie das Motorrad arbeitet. There's one thing I want you to do for me. What? Come here. Nadine, dein Applaus. Hier kommt er. Dazu muss ich sagen, er ist seit 2013. Nein, er lässt sich tatsächlich in der Stützwade runterrollen bis hier zum Dreibock oder zur Startrampe, wie wir sagen. Und das Ganze, meine Damen und Herren, ohne Sicherung. Sie sehen, wie das Motorrad arbeitet, wie das geht. Und er hält seine 80 Kilo waagerecht. Zu sehen war bei diesem Auftritt auch die einarmige Stützwaage, mit der der junge Mann bereits 2012 bei der Fernsehshow Das Supertalent den Zuschauern den Atem stocken ließ. Wir konnten dann aber nicht weiterarbeiten, weil wir weiter gebucht waren. Und schauen Sie sich das an. Er kommt tatsächlich mit seinen 80 Kilo, die sogenannte einarmige Stützwaage, und er hält sie immer noch. 80 Kilo waagerecht, und schauen Sie sich das an, meine Damen und Herren. Und hier ist er, aus dem Supertalent 2012, Dean Schmidt. Ja, Dean, dein Applaus. Das Hochseilteam Schmidt ist übrigens bereits in der dritten Generation unterwegs. An 300 Tagen im Jahr mit rund 350 Auftritten begeistern sie ihr Publikum nicht nur deutschlandweit. Roland Schmidt gastierte mit seinen Söhnen Dean und Dustin auch schon in Griechenland, Japan, Miami und Österreich. Bemerkt sei noch, dass der Beruf des Hochseilartisten einer der schwierigsten der Welt ist und die Ausbildung sage und schreibe 7 Jahre dauert. Dean Schmidt fuhr übrigens bereits mit 13 Jahren zum ersten Mal mit einem Motorrad auf dem Schrägseil.